So, ich habe interessanterweise noch nie die GSL-Version von Metalopolis gesehen. Und immer noch roter Zerg. Ja. Gut. Silent ist der Oberhammer. Weil ich mein Webradio nicht laufen lassen kann, weil mein Stream sonst leckt. Mein Stream. So, I bring you Goody. Versus Snoot. 1:0 für Goody. Und. Oh, what the hell? What the fuck? What the. Hell in the fuck? Kriechertumore auf den Expansions hier auf der Island ist eigentlich eine coole Idee. Einfach, damit nicht ein Terraner sein Gebäude abhebt und einfach hier direkt landen lässt, sondern man muss halt entweder schon Drop-Kapazitäten haben oder Air-Einheiten oder aber, obwohl man. Nee, es geht ja auch nicht mit WBFs das Ding. Man kann ja gar nicht landen, um die WBFs auszuladen. Ja, man muss entweder droppen oder man muss. Ja, oder man muss tatsächlich Flugeinheiten haben. Das ist ja cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das macht Sinn. So, Goody baut sich unten an seiner Rampe mit seiner Kaserne an, um den Weg hier möglichst lang zu lassen. Die zerstörbaren Trümmer werden ihm da natürlich gut helfen. Das heißt, er kann hier komplett dicht machen und dann, wenn er raus möchte, das Debris hier einfach zerstören. Das heißt, er kann hier ganz entspannt expandieren. Die beiden sind in Close Air. Snoot wird hier mit seiner Fast Expand, denke ich, kaum Probleme haben, denn auch er. Ich dachte, das wäre auch ein Creep, Creep. Creep, Creep. Denn er hatte schon seinen Brutschleimpool und jetzt hat Goody erst hier seinen Gegner auf der Close Air gescoutet. Das heißt, er hat im Moment auch noch nichts, um wirklich. Vergesst, was ich sage, das wird doch schon wieder irgendein Bunker-Play hier von Goody. Never touch a running system. Goody startet hier doch schon wieder irgendein Bullshit. Ja, so klar. Wobei der WBF ist schon so angeschlagen, ich glaube nicht, dass er das durchhält. Die Frage ist, kann er hier mit dem Marine den WBF lang genug am Leben halten? Oh, WBF ist down. Down. Ist ein weiterer WBF auf dem Weg? Nein, nein. Nein, der Bunker wird abgebrochen werden, sobald hier irgendwas kommt, was dem Bunker wirklich Schaden zufügt. Zum Beispiel diese zwei Zerglinge. Und zack. Gut. Goody geht also hier hinten in die Three Racks. Und wie gesagt, das ist natürlich wirklich angenehm mit diesem zerstörbaren Trümmer, dass man da, wenn das Spiel dann so weit ist, dass man selbst raus will. Die einfach zerstören kann und nicht irgendwie als. Ich meine, als Terraner geht's noch, da hebt man halt ab. Aber als Protoss, muss man seinen Pylon kicken oder sowas. Södele! Doppelgas jetzt hier von Goody. An der Expansion noch nichts. Wie sieht's aus für unseren Zerg-Spieler? Ein Gas. Metabolic Boost ist im Bau. Und dieser eine Zergling wird. Ach nein, er weiß schon von der S3-Rex. Also alles kein Problem. Stellt sich hier so ein bisschen auf die Strahler. Denn, Disco-Feeling. Oh, ich hoffe, irgendjemand expandiert zu der Insel. Wobei auch der Zerg kann wahrscheinlich hier expandieren, weil der Kriechertumor im Weg steht. Ha, mal sehen. So, in der Zwischenzeit Snoot mit der nächsten Expansion hier.
Und ich bin mal gespannt, was hier Goody spielen wird. Also, er kann natürlich wieder irgendwie auf R gehen, aber dafür ist hier sein 3-Rex-Play gerade echt ein bisschen zu stark. Oh, hat hier seine Marines verbockt. Ja, geht alle da hoch. Alle da hoch. Und hat vergessen, dass er sich hier komplett eingebaut hat, beziehungsweise es hat nicht gereicht, das Supply-Depot zu lauern. So, von den Zerklingen, was das hier angeht, ich weiß nicht, ob das reicht. Was haben wir im Moment? Wir haben hier 12 Marines, 13 Marines und es werden immer noch weiter 3 gebaut. 14 Marines gegen 10 Zerklinge. Es sind jetzt 4 im Bau. Level 1 Panzerung fängt an, aber ich glaube nicht, dass das irgendwann mal rechtzeitig fertig wird. Und Goody, was stellst du an mit deinen Marines? Ich bin auf jeden Fall schon fasziniert, dass Goody hier wirklich so ein schönes Spiel abliefert. Zieht hier die Queen off Creep, aber Snoot schickt sie zurück. Also das war auch ein bisschen riskant. Okay. Vielleicht haben sich gleich 2 angesprochen gefühlt. Jetzt kompletter Pull-Off hier von der Mineral Line. Und nochmal einen Bunker setzen wollen, Goody. Aber da waren die Zerklinge im Weg. Und jetzt wird auch noch hier der WBF wieder gefokust. Nein, doch nicht. Der Bunker wird hier tatsächlich gesetzt. Und das könnte tatsächlich passieren. Denn der WBF hat noch 17 HP. Aber die Marines kommen hier langsam in Probleme. Ja, die Marines gehen drauf. Und der muss den Bunker schon wieder abbrechen. Denn die weiteren Marines kommen, glaube ich, nicht rechtzeitig. Nein. Na, wieder den Bunker verloren. Muss ihn hier wirklich wieder abbrechen. Getötete Arbeiter, 2 Stück von Snoot. Das sind die beiden Building WBS, die da vorne waren. Aber guckt euch das an, 39 Einheiten hier getötet. Die Frage ist natürlich, wie spiegelt sich das hier wieder in den Ressourcen? Ja, doch, da hat Goody mehr verloren. Und, oh, gut, dass ich den Bunker gerade noch gesehen habe. Ich habe schon fast einen Schock bekommen. Aber Goody hat hier... Ach, aber es ist kein Block, oder? Nee, sieht nicht so aus. So, ja, hier sieht man es, also das Ding ist komplett mit Creep voll. Und jetzt kriegen wir hier Blue Flame. Goody bereitet hier einen weiten Korridor vor, mit dem er raus kann. Und ich sag mal so, jetzt kriegt er seinen Bunker definitiv gesetzt. Ist dann WBF dabei? Schickt dann WBF mit? Oh, was? Goody, hast du aufgegeben, was dein Bunker angeht? Und, Blue Flame ist noch nicht fertig. Er muss hier aufpassen, dass seine Hellions nicht hier out of position stehen. Blöd natürlich, dass er die Hellions jetzt schon gezeigt hat, bevor Blue Flame fertig ist. Denn hier, die Stachelkrabber sind natürlich die automatische Reaktion. Jetzt kommen die Queens und er musste hier mit den Hellions ein bisschen... Ja, Blue Flame, da ist es am Start. Jetzt werden die Queens hier platt gemacht von den Marines. Die Hellions kommen rein und die Zerklinge werden hier direkt geröstet. Line them up. Da, line them up. Und von hinten... Oh, aber ein Hellion ist gefallen. Ja, oh, das könnte bitter werden. Jetzt läuft er ja auch noch in die weitere Queen. Ist jetzt hier in der Ecke und das war's. Die Hellions gehen down. Oh, schönes Spiel hier von Snoot. Hat hier Goody, oder schlechtes Spiel von Goody. Snoot hat ja einfach nur A-Click gemacht. Und Goody hat hier wirklich jetzt Probleme mit den Hellions. Der Metabolic Boost ist draußen und dann sind die Zerklinge tatsächlich schneller. 4,25 und gerüstet. 4,7, tatsächlich. Wir könnten hier natürlich einen Baneling-Bust sehen. Er bereitet hier was vor und ich weiß ja nicht. Wenn hier die Tanks dann erstmal rauskommen mit dem Armor-Upgrade und guckt euch mal an, was Goody hier vorbereitet. Ich glaube kaum, dass er jetzt noch auf Bio switchen wird. Aber Tanks und dann noch mit den Blue Flame Hellions vorne. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Goody hat ja auf jeden Fall seine weitere Expansion nochmal vorbereitet. Hat jetzt auch die Satellitenzentrale und wird sie dann früher oder später da runter schicken. Hat hier jetzt natürlich auch die dritte Base hier gefunden. Und er rüstet da ein bisschen rum und kann hier die Stachelkrabbler komplett umgehen. Snoot hat hier Goody den Weg frei gemacht, um einfach hinten mit den Hellions hinten reinzugehen und hier die Mineral Line zu rösten, wenn da denn eine Mineral Line wäre. Hier stehen auf jeden Fall die Queens sehr gut. Ah ja, die ganze Mineral Line ist hier oben.
Und wenn er nicht aufpasst, verliert er jetzt ja auch noch die Queens. Da kommen jetzt die Schaben rein, aber ich glaube, das sind so viele Schaben, dass auch diese die Hellions hier mit den Schaben fertig werden, oder? Na, dafür stehen sie vielleicht nicht genug in Reihe. Die Hellions gehen hier auf jeden Fall hart in die Knie. In der Zwischenzeit hier oben ein kleiner Run-By, aber komplett aufgeräumt von den Hellions hier oben. Und Snoot startet seine nächste Expansion. Bis jetzt steht das ganz gut. Also bis jetzt sieht das ganz gut aus. Jetzt hier der Swap in die Roaches und Tore. Ah nein, Tanks auch, okay. Und auch wenn die Tanks da natürlich gar nicht schlecht gegen sind, der Hellion Count ist dann doch entsprechend höher. Ein Tor bis jetzt erst draußen, 11 Hellions, da sind die Roaches definitiv eine Möglichkeit. Der Tor wird das auch nicht halten. Ah, der ist 1-1er geupgradet, jetzt der Tank ohne Siege allerdings, das heißt hier natürlich mehr DPS auf Single-Target, aber die Roaches stehen so eng beieinander, da würde sich der Siege wahrscheinlich doch eher lohnen. Ah. Mutas sind angesagt hier. Roach Speed ist angesagt und Siege Tag für die drei Tanks, die hier oben sind. Und wenn die hier stehen, dann hat Snoot hier mit seinen Roaches erstmal ausgedient. Er zieht sich jetzt auch schon zurück, denn das riskiert er dann doch nicht mit diesem Highground Shooting von Goody. Goody ist sich hier wieder komplett bewusst, was Snoot hier base-technisch stehen hat. Wartet nur drauf, dass hier genug Drohnen sind, damit sich das lohnt, da ein bisschen zu rösten. In der Zwischenzeit... Ja, Goody hat seine Expand immer noch nicht genommen, kümmert sich auch noch gar nicht hier um die zerstörbaren Trümmer, ist also jetzt effektiv zwei Bases im Rückstand. Ich meine, die hier meint noch nicht, die zähle ich mal nur halb. Aber dafür meint hier Goody an seiner Mainbase auch nur noch halb. Wie kommt das denn bitte schön zustande? 600 Mineralien hier oben und hier nur noch 170? Hier kommt es jetzt in der Mitte zu einem Encounter zwischen den Tanks von Goody und Snoot mit den Roaches. Und ihr seht schon, wer hier mit eingekniffenen Schwanz sich auf die... auf den Creep zurückzieht. Schöner Scan hier, damit er... Oh, was ist denn jetzt los? Damit er hier ein bisschen den Creep zurückdrücken kann, damit er hier keine Probleme mit dem Highground hat. Und noch ein Scan, aber da sind die Mutas und ich bremse das Spiel aus. Goody mit dem GG. Er hat nichts gegen Mutas. Shrug.